Start-F-Prediction zur Europameisterschaft. Wir sind in der Gruppe B, wir sind bei Italien. Mit Diago 90 bekommt ihr den Überblick über die EM. Der amtierende Europameister hat sich mit Ach und Krach für die EM qualifiziert. Seit dem Finalerfolg bei der letzten EM gegen England in Wembley hat sich eine Menge verändert. Die Leader Bonucci und Chiellini sind längst in Nationalmannschaftsrente. Verratti ist nicht dabei, Locatelli nicht, Insigne nicht, Immobile. Es stehen große Fragezeichen hinter der Offensive und dazu gibt es auch einen neuen Coach. Mancini ist weg, jetzt sitzt Luciano Spalletti am Steuer. Der Meistercoach 2023 von Napoli, jetzt Nationaltrainer der Squadra Azzurra. Und was Mancini vorher über Positionsspiel, über Offensive mit Viererkette gelöst hat, das will Spalletti jetzt so ein bisschen über die Kompaktheit regeln. Und er experimentierte zuletzt auch mit Dreierkette. Immerhin aus italienischer Sicht, der Torwart bleibt der alte Gigi Donnarumma. Er ist unumstritten, auch wenn er immer mal wieder in seltenen Fällen für einen Patzer gut ist. Er ist einfach eine super Nummer 1 und darf sich nicht verletzen aus italienischer Sicht. Die Innenverteidigung gegenüber 2021 neu besetzt, sinnbildlich für die komplette Mannschaft mit vielen Interspielern gespickt. Alessandro Bastoni, Linksfuß, wahrscheinlich der kommende Top-Notch-Innenverteidiger Italiens, wenn das nicht sogar jetzt schon ist. Dazu Mourinhos Liebling bei der Roma damals, Gianluca Mancini. Und als dritter könnte ich mir sehr gut vorstellen, Giorgio Scalvini, gerade mal 20 Jahre alt, vom amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo. Lasst Diago 90 ein Abo da, um bestens informiert in die EM zu starten. Die Schienenspieler, da habe ich auf rechts Giovanni Di Lorenzo. Er kennt Spalletti bestens aus seiner Zeit bei Napoli, wird definitiv gesetzt sein. Weil die Innenverteidigung so gut besetzt ist, stelle ich ihn hier auf rechts, könnte allerdings auch IV spielen. Auf der anderen Seite Di Marco von Inter. Top-Spieler, genau für dieses System gemacht, rennt die Linie hoch und runter, schiebt teilweise sogar wie die Außenverteidiger von Bayer Leverkusen bis hoch in die Spitze. Das zentrale Mittelfeld ist das Prunkstück der Italiener. Zum einen Nicolò Barella. Er ist der wertvollste Spieler der Italiener. Box to Box. Er gibt den Ton vor, er ist der Ankurbler, er ist das Herzstück Spallettis. Daneben Jorginho mit 32 immer noch ein Leistungsträger bei Arsenal. Ohne Frage wird er gesetzt sein und er passt super mit seiner Spielstärke neben Barella. Etwas offensiver Pellegrini, Lorenzo Pellegrini von der Roma. Er komplettiert dieses fantastische Trio. Die Offensive ist die Baustelle des Teams. Auf ganz hohem Niveau fehlt da einfach die individuelle Klasse und alle Verantwortung liegt auf Federico Chiesa. Der muss in Topform kommen. Der Flügelspieler, der Dribbler von Juventus Turin. Ihn brauchen die Italiener, um nach vorne Punch und Durchschlagskraft zu entwickeln. Die Frage ist dann, wer startet im Sturmzentrum? Zum einen gibt es Raspadori von Spallettis Ex-Verein Neapel und Gianluca Scamacca, der vor allen Dingen international mit Atalanta für Furore gesorgt hat, da auch in der Europa League K.O.-Runde enorm viel getroffen hat. Die Frage ist, kriegt er das in die Europameisterschaft transportiert? Ich gehe da für Scamacca. Insgesamt bin ich einfach bei Trainer Spalletti. Der hat selbst schon gesagt, dass die Italiener nicht zu den besten Teams bei dieser Europameisterschaft gehören werden. Und das ist aus diesem italienischen Selbstverständnis heraus schon eine Ansage. Die Leadership von Bonucci, von Chiellini, die wird einfach fehlen. Und nicht nur das, es fehlt der Punch nach vorne. Allerdings, wenn Chiesa diese Durchschlagskraft entwickelt, wenn sie die Dynamik von 2021 entwickeln, dann kann durchaus was gehen. Es wird noch holprige Gruppenphase, die werden die Italiener noch überstehen. Im Achtelfinale ist dann, denke ich, Schluss, spätestens im Viertelfinale. Wenn euch dieses Preview gefallen hat, like das Video und lasst doch mal ein Abo da für besten EM-Content. Vamos!